So, hallo und willkommen zurück mit mir, dem Spock und Keshi, dem Kirk. Wir müssen das hier jetzt nochmal versuchen. Das heißt, wir sehen uns. Siehst du mich? Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Super. Ja, wir hatten wohl einen kleinen Verbindungsabbruch. Also es scheint ein bisschen empfindlich zu sein, das Spiel. So, wir müssen hinter diesen Dingern in Deckung gehen. Dann schießen wir diese komischen Luftschleusen kaputt. Genau. Gehen da hinter Deckung. Manche gehen allerdings kaputt, sodass wir vielleicht erst hinter der letzten Deckung die alle aufschießen sollten, von hinten nach vorne. Ja. Und dann gucken sollten. So würde ich das vorschlagen. Wir warten noch einmal, bis es brennt. Und dann rennen wir zur ersten Deckung. Ich bewege mich auf der rechten Seite. Genau, und los. In Deckung, Captain. Du bist bei mir jetzt links gewesen. Du hast recht. Aber ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Also insofern ist das erklärbar. So, ich bewege mich weiter auf der rechten Seite. So, und dann schießen wir mal die Dinger gleich kaputt. Von hinten nach vorne. Ich schieße die auf meiner Seite kaputt. Mhm. Erstmal ganz hinten. Ups. Okay, kommt wieder die Sonne. Mhm. So. Und dann zu den ersten Punkten. Ich hoffe, dass die halten. Ja. Wird schon. Das wird schon, ne? So, in den nächsten. Okay, der war nicht gut. Der ist kaputt gegangen. Ah, shit. Okay, hast du einen? Ja, ja. Okay, super. So, jetzt wir müssen einen weiteren kaputt machen, weil da hinten ist irgendwie... Ich treffe den nicht, jetzt. Den hab ich getroffen. Haha. Warte, ich mach. Weil ich der Captain bin. Ja, der Captain ist auch zielsicherer. Ja. Der Captain hat auch einen zielsicheren Geschmack, was das gegnerische Geschlecht angeht. Bitte? So. Bitte? Weiter, Captain. Wir dürfen diesen Dingen nicht vertrauen. Hoffe ich. Dass wir es doch dürfen. Na. Bei mir sind zwei kaputt auf der Seite. Ja. Da muss ich jetzt mal hier hin rein. Schon mal zum Vorletzten. Ja. So, Captain. Da ist noch einer. Okay, bist du schon bei mir? Ich bin jetzt irgendwie ganz woanders. Also irgendwie spinnt das schon wieder rum. Ich bin schon wieder am Anfang. Was? Ich würde sagen, mach du mal weiter und ich werde dann hoffentlich irgendwie mitgeschleust. Ich befürchte, dass wir die Tür hinten nicht aufbekommen, alleine. Ach so. Aber ich versuche es. Ich versuche es hier nochmal wieder durchzukommen. Ja. Aber irgendwie ist das Ganze ein bisschen... Ich renne schon mal einen weiter. So ein bisschen laggy irgendwie, ne? Also so ein bisschen komisch. Laggy? Das ist Bug hoch 10. Ja, verstehe ich gar nicht. Also das letzte Mal war ja definitiv ein Steam-Problem. Ja. Hat der Steam den Server disconnected. Und ein Update eingefahren und, ja. Aber heute scheinen wir so allgemeine Konnektivitätsprobleme zu haben. Ich warte mal hier vorne, bis du auch beim Vordersten bist. Aber ich sehe dich halt auch nicht. Doch, da hinten sehe ich dich, glaube ich. Ja, ich sehe dich auch wieder nicht. Also ich bin beim Vordersten. Okay. Ich versuche jetzt zur Tür zu kommen. So. Genau, Hilfe benötigt. Jetzt steht hier, ja, genau, ihr Partner benötigt Hilfe. Ja, aber ich habe mir nicht ausgesucht, wieder von vorne anzufangen. Blödes Spiel. Es ist halt Kirk, ne? Ach, der lebt ja noch. Das ist eine Sie. Sie lebt ja noch. Das ist bei Vulkan ja nicht so klar definiert. Ja. Die machen das nur so alle 7 Jahre mal. Captain, life support is now at 4% and failing. Transporter is still unable to obtain a reliable signal. Let me worry about the transporter. Just get your people ready to beam out. What are you waiting for? I was speaking to my captain. It's all right, Commander. Do as he says. Aye, Captain. Ah, Captain. I don't believe we've met. I'm James Kirk, captain of the USS Enterprise. And you are? I am the assistance, Captain. Tamar? Mr. Spock, it is a relief to see you here. Tamar, in what way can we assist you? Our station has experienced a complete loss of power. Our transporter functions are also unreliable. There does not appear to be a safe way to beam out. There's always a way. Scotty, think you can get a lock on me? I'll try, sir. Ja, ja, gleich anmachen, ne? Ja, kleiner Charmeur. What's going on down there, Captain? That was a wake-up call, Mr. Scott. I need you to work a little faster.
Alle sir. We should make our way to the transporter, Captain. After you. Ja, Captain, ich sag doch. Ja, ich bin der Captain. We were classmates back on Vulcan. Just classmates. I realize this may be difficult for you to understand, Captain, but on Vulcan, relationships between the sexes do not automatically imply an intimate past. Another reason I'm glad I'm not a Vulcan. Ja, ja, ja. Du bist der Captain, genau. Hm. Das hat sie auch gemerkt. Ich kann mich nicht bewegen. Captain, haben Sie irgendwie ein Bewegungsproblem? Ja. Ich stehe hier, drücke alles, ich kann den Scanner benutzen, aber ich kann mich nicht bewegen. Weder nach links, nach rechts, nach hinten, gar nichts. Captain, soll ich ihn in den Popo schießen? Vielleicht. Moment. Hm. Hm. Tja. Ja, du läufst auf dem Platz, sozusagen. Hm. Ja. War das nicht so, dass bei Steam sozusagen Updates für Spiele automatisch erscheinen? Hä? Naja, im Sinne von, das könnte man ja mal patchen. Ja. Könnte man. Ist ja doof. Dann würde ich sagen, es tut mir leid, aber ich befürchte ja fast, also wie es aussieht, dass wir das... Wir werden dieses Spiel durchspielen, aber ich denke mal, die Planänderung wird wie folgt sein. Wir werden es wahrscheinlich in sehr viel kürzeren Episoden spielen, denn wir müssen auf diese kleineren Bugs wohl reagieren. Bedeutet, es tut uns natürlich unendlich leid, aber wir müssen hier mindestens eine Unterbrechung reinhauen. Einmal neu laden, die Aufnahme neu starten und dann geht's weiter. Jo. So, hallo und herzlich willkommen. Wir müssen mal gucken. Wir hatten eben schon wieder so einen kleinen Abbruch. Kirk konnte sich nicht mehr bewegen. Genau, erstmal hallo und ich habe einen Hänger. Genau, Kirk hat öfter mal einen Hänger, das ist systembedingt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen, weil wir wissen jetzt gar nicht, ob wir da rauskommen, wo wir eben aufgehört haben. Oder da, bevor wir dort waren, wo wir eben waren, wo wir jetzt nicht sind. Ja, das ist verwirrend und das ist auch gut so. Ja, wir mussten uns da leider nochmal eben durchkämpfen, weil, ja, der Speicherpunkt ist so ein bisschen blöd gesetzt gewesen. Aber Kirk kann sich jetzt wieder bewegen, ja, glaube ich. Ja, hoffe ich. Ich kann laufen. Beweise es, Kirk. Ich kann laufen, yay! Ja, immerhin eine Sache, die Kirk kann. So, dann würde ich sagen, Kirk, Captain Kirk. Ja. Captain, wir gehen, das ist sehr irritierend, wir gehen hier runter oder weiter oder wie auch immer. Ja. Die Stationskrümmung ist ein wenig irritierend. Oh, wir müssen da rein, würde ich mal behaupten. Achso, ich muss das hier scannen. So. Ich hab's gescannt. Okay. Und man kriegt was raus. Warte mal, E drücken. Ah, 100 Experience Points, Kirk. Take this. Okay. Cheater. So. Dann gehen wir mal hinter Dingsterbums, der da, ja? See, there's always a way. After you, Captain. I will not leave this vessel until my crew is safely out of danger. As a captain yourself, I'm sure you would do the same. I like this one. There are a few you do not like, Captain. Prepare to energize. Thank you. Oh my god! Okay, es wäre jetzt Zeit für den Beamout. Ja, wir werden sterben. Na, die werden zumindest sterben. Und wir vielleicht auch. Wir werden sterben. Ja, dann ist es ja doch schon zu Ende. Aber sie hat einen Special-Fuß. Mit Absatz. Genau. Muss ja auch schick aussehen als Vulkanierin. Deswegen sollten wir das ausdiskutieren. Ja. Sprinten Sie mit F. Captain, sprinten Sie. Ich sprinte! Sprinten Sie schneller, Captain! Ich sprinte! So. Ich glaube nicht, dass die Station zu retten ist. Nein! Ich werde sprinten, ich bin der Captain! Wir sollten jetzt nicht stoppen, Captain! Nein! Wir sollten jetzt sprinten! Wieso läuft meine Crew vor mir? Meine Crew muss mich beschützen, hallo? Nein, der Captain muss immer als letztes zurückbleiben. Nein! Außerdem ist die nicht deine Crew, die ist auch ein Captain. Du bist meine Crew! Ich bin Special Crew. Ja. So. Na, das war doch fast gar nicht knapp. Halleluja. So, wir haben es geschafft, 3 Leute zu retten. Uns und noch die andere Kapitänin. Also ich bin gerettet und die Folge ist gerettet. Alles. Ja. Okay. Solange der Captain da ist, ist alles in Ordnung. So, ich würde sagen, das war der Epilog sozusagen zu Star Trek offensichtlich. Ich hatte gerade gehofft, das Spiel ist schon vorbei. Ja. Ist es nicht? Ja, wir haben es durch. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Nee, so schnell geht das nicht.
Wir müssen ja jetzt noch mit dem brennenden Shuttle zurück zu Enterprise. Etwas langsamer, Captain. Ich bin Captain, ich kann das. Ja, perfekt eingepackt. Warum machst du denn die Tür auf? Hallo? Oh, so ein Zufall. Chica. Oh, Captain, ich bin zufällig auf sie gefallen. Das war unerwartet. Oh mein Gott. Captain? Definitely better now, thanks. Captain, we have a problem. Another one? What is it, Mr. Chekhov? I think you need to see for yourself. Ja, dann schauen wir mal. Solar flare should not have caused the loss of power to your station. Do you know the origin of your vessel's malfunction? It did not malfunction. Didn't appear that way to us. Es sah so aus. The station was used to harness the energy from the binary stars. However, all of the station's primary controls were operated from a base located on a nearby planet. What planet? We are calling it New Vulcan. So it is true. Okay, also die Vulkanier wollen wohl ein Neu-Vulkanien oder Neu-Vulkan aufbauen. So, ich habe die Vitalfunktion gewisser Körperteile von Captain Kirk gescannt und stelle fest, alles befindet sich in normalem Maße. Gewohnte... Stören Sie mich nicht, Spock, ich habe zu tun. Was beobachten Sie da auf diesem Hallo, Scanner? Hallo, Chica! Ist das einer dieser Nacktscanner? Ich bin der Captain und ich muss einen Nacktscanner haben. Ja, ich würde sagen, wir schneiden das einfach zusammen mit der letzten Folge. Ja. Was natürlich jetzt total clever ist, das jetzt so zu sagen. Oder wir tun es nicht. Wir wissen es nicht und wir sagen es natürlich nicht vorher und machen es einfach. Ja. So, aber jetzt machen wir auf jeden Fall ein Folgenende. Genau. Weil es gerade gut passt. Genau, dann mach du mal dein Folgenende, ich habe zu tun. Genau, dann würde ich sagen, Hallo. Bis zum nächsten Mal und... Ja? Ja, bis zum nächsten Mal. Wie kann ich auf den Phaser wechseln? Und tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo, Chica.